von Gorlistik gehittet. Also hat dich schon Sibeke Kili erregt als Pornodarstellerin? Oder hast du es dir eher angeguckt, ja, meine Kollegin und so, ne? Ja, genau. Eigentlich eher unter dem Gesichtspunkt. Ich wollte mal gucken, was meine Kollegin so treibt. Und Baby, hat Baby auch mitgeguckt? Ich glaube, die hat auch mitgeguckt, ja. Guckst du oft mit Baby zusammen Pornofilme an? Nee. Weil ihr immer so nackt seid selber, nee, ne? Also in der Regel gucke ich mir eigentlich alleine Pornofilme an. Also wenn ich mir jetzt schnell einen runterholen will am Nachmittag, dann gucke ich mir ein Porno an. Welchen? Hast du einen Lieblingspornofilm? Ich finde ja, Ricky Sifredo am besten. Und Peter North, den finde ich am allergeilsten. Peter North. Du kennst richtig, sind es die Darsteller oder die Regisseure? Ja, Peter North. Ricky Sifredo finde ich super und Ricky North. Das sind die Darsteller? Peter North. Echt, Peter North, aber du interessierst dich eher für die männlichen Darsteller. Ich hätte jetzt eher auf die Frauen geil, aber ich identifiziere mich natürlich mit den männlichen Darstellern, um mich in deren Lage reinzuversetzen. Ich stelle mir immer vor, ich bin der, der mit der Frau rödelt. Ne? Weil ich mag das nicht. Es gibt einen so einen Dicken, wer ist der noch so ein Dicker? Und der, was gefällt dir an dem? Der macht es so gut. Er sieht so scheiße aus. So, der will ich einfach nicht sein. Ne? Der will ich jetzt nicht sein. Ich will lieber Peter North sein, verstehst du? Aber oft habe ich auch das Gefühl, die Pornodarsteller sind absichtlich so hässlich, damit es dann so Leuten wie dir einfach leichter fällt, sich mit denen zu identifizieren. Weißt du, man will jetzt auch nicht so einen sehen, der jetzt aussieht wie ich, weißt, wo man die ganze Zeit denkt, naja, wenn ich so geil aussehe, würde ich auch mit jeder Frau schlafen können. Ja? Manchmal sind die auch absichtlich so ein bisschen dicklich und hässlich. Nur nicht, Peter North ist die total ich kenne ihn jetzt cool nicht. Aus. Aber ich wundere mich halt oft, warum die so hässliche Pornodarsteller sind. Gib doch mal bei Google, kannst du damit googeln? Ja. Dann gib doch mal Peter North ein. Peter North, also wie Norden, nur auf Englisch, North, ne? N-O-R-T-H, North. Und der Vorname Peter. Und dann kannst du vielleicht mal ein Bild von ihm sehen. Der sieht richtig cool aus. So würde ich gerne aussehen wie Peter. Echt? North. Aber du gehst dann auch schon so nach der Optik. Also sonst, ich dachte ja, du stehst dann sozusagen auf seine Skills oder so. Was auf seine Skills? Auf seine Fähigkeiten, wie er dann so mit den Frauen umgeht. Ja, das ist immer dasselbe, das ist einfach, ne? Was? Das ist immer dasselbe, das ist einfach, ne? Ja, aber da gibt es schon Leute, die sich richtig was... Hubschrauber. Hast du schon mal mit Baby Hubschrauber gemacht? Nee, aber ich habe Baby schon mal, als sie so einen Pilz hatte, habe ich ihr schon mal, während sie eine Kerze gemacht hat, von oben Joghurt in die Muschi reingegossen. Quatsch, das doch, hast du nicht wirklich doch, ne, doch, weil der Arzt gesagt hat, dass Joghurt und diese Joghurtkulturen gut gegen diesen Pilz sind. Ja, aber dann hätte Baby doch keine Kerze gemacht. Also sie wusste das nicht, sie überrascht damit. Weil sie immer Kerze macht. Ja, genau. Kerze. Ja, ich kam nach Hause, dachte, hier brennt Licht, dann war es aber Baby als Kerze und dann habe ich oben Joghurt drauf gegessen. Nein, so Quatsch, das nein. Das sieht echt cool aus. Und ja? Dann war es dunkel plötzlich, ne? Als du den Joghurt in die Kerze aufgekippt hast. Dann haben wir pechschwarze Nacht, ne? Ja, warte ganz kurz. Peter North. Aber da gibt es wahrscheinlich 1000 Peter Norths. Nein, es gibt nur einen. Sein Allerweltsname, Peter North. Peter North Porno muss da Oh doch, geben. Du hast recht, da ist er. Da ist er, den finde ich am coolsten. Da ist der Paris Hilton auch mit drauf. Ja, das hat wahrscheinlich auch schon dem gesagt. Das ist mein Lieblings. Der ist ja uralt. Nein, Quatsch. Der ist cool. Der ist ja uralt. Den finde ich super, das ist Peter North. Den musst du mal abfilmen mit der Kamera. Länger, du musst länger ran in den Kamera. Der ist super, der wäre ich am liebsten. Hm? Peter North. Ich weiß doch warum. Warum? Der hat so eine ähnliche Zahnstellung wie du, oder? Quatsch. Doch, der hat auch so ein sehr, sehr expressives Gebiss. Okay. Quatsch, ein viel gollere Tin als ich, diesen schneeweiß, ne? Diesen schneeweißen Kerzen gerade. Da hast du immer den riesengroßen Penis, ne? Der ist riesig groß. Und deiner? Ja, der ist natürlich nicht so groß. Nee, meiner ist auch nicht so groß. Trotzdem zeigst du ihn immer, ne? Ja, bei mir ist es so ein bisschen wie bei Bonsai, weißt du? Der ist zwar klein, aber der ist wunderschön. Mhm. Außerdem gibt es ja auch, aber das weißt du wahrscheinlich alles viel besser als ich, es gibt ja Penisse, sozusagen, ne? Diese Unterscheidung zwischen Blutpenis und Fleischpenis, ne? Nee, das kenne ich jetzt nicht. Der Fleischpenis ist immer groß. Nee, der verändert sich nicht. Der bleibt so, wie er ist. Der ist wahrscheinlich von Natur aus im besten Fall schon groß. Und der Blutpenis, der wächst über sich hinaus. Und hast du eher einen Blutpenis? Absoluten Blutpenis. Nee, absolut. Zum Glück. Ich habe ja so einen kleinen Schwanz. Ich will immer rumbaumeln, ne? Das heißt, du hast einen großen, kleinen. Nee, einen ganz kleinen, der ganz groß wird. Krass, das habe ich aber auch. Ja, auch so. Ja, ist mir auch so. Haben wir beide Blutpenis. Ja. Können wir Blutpenis-Freundschaft schließen? Ja, ihr kennt das. Hier geht's zum nächsten Clip, da was ganz anderes und hier abonnieren. Das ist im Grunde der alte Stiefel.